Hallöchen, ihr Lieben! Ich heiße alle herzlich willkommen in Lanas Kreativatelier. Heute zeige ich euch als erstes, was ich geshoppt habe. Aus zwei Shops habe ich mir schon vorzeitig zu meinen Geburtstagskleinigkeiten gegönnt. Es sind zwar noch ein paar Tage bis zum Geburtstag, aber ich habe sie vorher schon genutzt, weil ich sie ja schon da hatte. Schaut mal selbst, was ich mir geleistet habe. Einmal der Einkauf bei Simple Lettering. Einmal gab es dieses Kraftpapier, habe ich mir geholt. Dieses Papier ist mit 130 Gramm ausgezeichnet. Das ist etwas anders, wie man Kraftpapier kennt. Das ist eher wie so ein handgeschöpftes Papier, würde ich sagen. Oder so ein recyceltes Papier. So sieht das. Ich bin mal gespannt, wie sich das beim Basteln verhält. Das war jetzt weniger spektakulär. Und guck mal, ein paar Stanzen habe ich mir noch eingekauft und die kamen in so einem tollen Täschchen. Gleich, um die Sachen aufzuräumen, ist doch perfekt. Und hier sogar mit so Lettering-Kennung drauf. Finde ich ganz süß. Einmal gab es diese Animal Dots. Die waren reduziert. Ich meine, haben nur noch 1,99 oder so gekostet. Die Farben fand ich angenehm. Dachte ich, werde auf jeden Fall irgendwo was Passendes finden, wo die farblich dazu passen. So, einmal dieses Deckchen. Da kann man das Deckchen ausschneiden, aber auch gleichzeitig noch zusätzlich einen Aufleger mit so einem hübschen. Ich glaube, der stand sich. Das ist ein ganz dünner Rahmen aus Ring, den man zusätzlich noch auflegen kann. Ich fand das Deckchen einfach ganz hübsch, hat mir ganz gut gefallen. Zwei Prägefolder. Einmal sind das Bäumchen. Oh, ich glaube, das spiegelt zu sehr. Soll ich sie einfach öffnen? Da sind Bäume. Ich hoffe, dass man die da erkennen kann. Die Bäumchen kamen doch immer ab zum sowohl zum Herbst, aber auch zu anderen Jahreszeiten kann man es ja Karte passend gestalten. Fand ich interessant. Es gibt geprägte Bäumchen. Außerdem sind hier geprägte Anker. Für maritime Sachen. Für sogar Taufe, kirchliche Feste kann man das sehr schön verwendet. Da gab es noch Anker. Ich weiß nicht, ob man die hier erkennen kann. Ich weiß nicht, ob man die erkennt. Auf jeden Fall sind es geprägte Anker. Und dann hatte ich diese süßen Häschen entdeckt. Da konnte ich nicht widerstehen. Die mussten unbedingt mit. Ich dachte, zu Ostern ist es doch perfekt. Hier habe ich schon einen Satz ausgestanzt. Habe ich schon ein paar auf ein Kärtchen gesetzt und die sind noch übrig. Zwei habe ich drauf gesetzt, also 1, 2, 3, 4, 5, 7 Häschen insgesamt. Die sind nicht so groß, aber ja, da kann man mehrere auf eine Karte setzen. Fand ich ganz süß. Und diese Herzen, die hatte ich schon beim letzten oder sogar im vorletzten Video hatte ich eine Karte gebastelt und dann hatte ich diese Herzen schon verwendet. Also habt ihr die schon gesehen? Das war einmal bei Simple Lettering. Übrigens, diese Prägefolder, vielleicht interessiert sie jemanden, die sind von der Marke The Rice, falls es Englisch ist, wahrscheinlich Embossing Essentials, ja, gehe ich mal davon aus. Ach, hier sieht man das Bild ja sehr gut, wie die Anker angeordnet sind. Also von Firma The Rice. Ja,
Craft and You ist dieses Deckchen. Und Eigenmarke, wo sie Blättering steht hier, sind diese beiden. So, und dann habe ich noch bei Wessen Kreativ geshoppt, weil ich ja unbedingt diesen Stift haben wollte. Den gab es dort auch, den hatte ich schon benutzt. Einige Sachen hatte ich schon benutzt, deswegen bitte nicht wundern. Ich drehe das Video nicht sofort, nachdem ich die Sachen erhalten habe. Dann wollte ich euch zeigen, dass ich ja gleich wieder mit einigen Produkten hier raus basteln werde. Einmal gab es dort diese Bäume. Ich habe ja schon geprägte. Prägevoll, der war im anderen. Und hier sind diese drei Stämme. Ob es Birkenstämme oder was auch immer, sind auf jeden Fall Stämmchen, aber erinnert durch die weißen Streifen an Birken. Also Stämmchen, die kann man doch immer gebrauchen. Dann bleiben wir bei den Stanzen wieder Anker. Bei dem anderen Shop gab es ja Prägefolder zu maritimen Sachen. Hier gibt es Stanzen. Ich fand die auch ganz süß und niedlich. So ein Thema, das man auch immer gebrauchen kann. Dann kamen zwei Stencils mit. Aber diesen Splash nenne ich mal. So ein Kleckse-Stempel. Nein, Präge. Ach, alles falsch. Stencil. Eine Schablone für einen Klecks. Habe ich der Art noch gar nicht. Ich bin gespannt, was mir da für Ideen auf einer Karte einfallen. Von Studio Light ist dieses Cutter, was steht hier? Cutter B, ist das die Marke? Ecker Ecker Tools vielleicht. Cutter B steht hier, aber ich glaube die Marke wäre hier Ecker Tools. Hier sieht man die ausgestanzt. Und die Bäumchen waren von, was haben wir denn hier für eine Marke? Ah, Nelly's Choice. Nelly's Choice sind diese. Das hatten wir schon. Und von Marianne Design. Diesen Stencil, der sieht doch sehr interessant. Mit, sag ich mal, mich erinnert das an so eine Platine. Mit viel verdrahtet. Da kenne ich ja einige, auch Teenies, Jugendliche, die viel mit PC zu tun haben oder mit Programmierung. Da dachte ich, das ist doch richtig cool, richtig interessant für einen Hintergrund zum Wischen. Also kam es auch mit. Dann gibt es noch zwei Stencil. Die sind nein, diesmal nicht Stencil, diesmal ist das Prägefolder, auch von der Marke The Rise. Ich hole die auch daraus. Die, wie man sieht, sind noch nicht gebraucht. Dieses ist diesmal mit einem kirchlichen Motiv. Wir haben in unserem Bekanntenkreis sehr viele, die mit christlichem Hintergrund sind. Daher passt das für mich. Das kann man zu beliebigen Anlässen. Ob man das so besser sieht, kann ich nicht behaupten. Aber hier gibt es ja mit Sicherheit auch wieder ein Bild. Ein Kreuz, wo dann verschiedene Sprüche wie Gebet, Hoffnung, Liebe, aber in Englisch natürlich, verschiedenste Begriffe stehen. Die typisch, ich dachte, das kann man sehr schön auch zur Taufe, zur Konfirmation, zur Beerdigung, sogar zu Ostern, ganz viele Anlässe. Deswegen musste es bei mir mit. Vielleicht sieht es ja auch auf schwarz. Guck mal, da sieht man das doch in etwa. Fand ich interessant. Das gleiche, ich denke, so blendet es vielleicht nicht ganz so viel. Das ist ein Oval, der hineingeprägt wird. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Das ist jetzt ein bisschen nicht ganz passend zur Jahreszeit, aber nach Weihnachten ist ja vor Weihnachten. Das war
auch reduziert und das ist so ein großes Set. Ganz viele, die sind natürlich wirklich sehr klein, die Motive, aber man kann Szenerien unterschiedlich zusammensetzen. Ist auch von Marianne Design. Die ganze Weihnachtsgeschichte von Heiligen Familie mit Schafen, mit Waisen aus dem Morgenland, mit sämtlichen Tieren, die Krippe, ist alles mit dabei. Da kann man unterschiedlichste Szenen zusammensetzen. Und das war so ein Bundle, sag ich mal, so ein Set, wo auch zusätzlich diese Krippe aus sein Goodies Geschenk mit dabei war. Guck mal, das lässt sich sogar wie Schneedach eventuell nochmal zusätzlich ausstanzen. Und mit einem Stempel mit dabei, das natürlich so Schnee andeutet. Kann man wunderschöne Szenen, hoffe ich mal, zusammensetzen. Hier sieht man ein wenig noch dieses zu. Free Dye Included, das ist dieses nochmal zusätzlich. Fand ich sehr schön und durfte einfach mit. Und hier sieht man es schon, dass ich es ausgepackt habe und habe schon ein Nied ausgestanzt. Hier kann man es so nicht ganz erkennen, aber da sind wunderschöne Schneeglöckchen. Das passt jetzt wunderbar zur Jahreszeit. Ich habe schon die ersten Schneeglöckchen sogar unterm Schnee rausgucken gesehen. Das sieht so wunderschön, das spricht von Frühlingsanbruch, vom, ja, erinnert mich voll an den Frühlingsstart. Ich habe sogar gegoogelt, ich wusste, dass die ab Februar blühen, bis zu welcher Zeit überhaupt die Blühzeit ist. Dann fand ich interessant, dass sie sogar bis April blühen, die Schneeglöckchen. Das heißt, Ostern ist auf jeden Fall mit drin, dass man die wunderschönen Blüten wunderbar auch auf einer Osterkarte anbringen kann. Also für Frühlingskarten einfach optimal. Ich fand sie so hübsch, da gibt es einen großen Topf, wo man ganz viele Schneeglöckchen hineinsetzen kann. Einen kleineren Topf, auch Etikett mit Flowers drauf. Hier sieht man es ein bisschen größer. So sieht es, da sind hier auch zweiteilige, dass man den Aufleger und die Mattung ausstanzen kann und die Blümchen und das Wort. Das ist in aus ein Set. Das kann man auch so schön ausstanzen. Und eine tolle filigrane Schleife. Ich freue mich damit zu arbeiten. Habe ich mir die Blüten schon immer ausgestanzt. Und die wollen wir heute auf einer Karte verwenden. Das ist schon mal vorausgesagt. Dann räume ich alles weg, mache den Platz und dann zeige ich euch meine Idee, die ich hatte. Hier kamen die Häschen schon mal zum Einsatz. Außerdem könnt ihr mit Sicherheit erkennen, dass hier das Wort Ostern ausgestanzt ist. Das ist nämlich mit dem neuen Punchboard. Von Action auch, ich habe den bekommen und schon mal gestanzt. Ich habe mir hier Kleinigkeit schon vorbereitet, denn meine Karte möchte ich gleich etwas abwandeln, eine Frühlingskarte basteln mit Schneeglöckchen. So, auch hier habe ich ein kleines Format gewählt in 10x10. 10,5 x 10,5 cm. Habe mir dazu schon einiges vorbereitet. Ich nehme das gleiche Format. Ich finde, das ist ein süßes Format. Die Karte ist nicht so klein, aber auch nicht sehr groß. Ich finde die Größe angenehm. Aber man kann da natürlich auch abwandeln. Ich wollte euch nur Idee liefern. Gerade mit dem Punchboard. Ich habe mir ja schon einen Aufleger oder Mattung gewählt. Da sind auch Stanzen, die es mal bei Action gab. Keine Ahnung, ob es die jetzt immer noch gibt. Die habe ich mir gewählt und habe mir schon mal, im ersten Moment passt das gar nicht zusammen, aber meine
Schneeglöckchen sind aus das Grüne aus dem Papier gestanzt. Also habe ich mir aus Marton das gewählt. Und außerdem kommt hier mein Auflege, mein Motivträger, nennen wir das so. Auch da sind einfach rechteckige Stanzen, die waren auch von Action, mit einem sogar so eine Nähkante, so eine Stichkante. Das soll hier, also im Prinzip das gleiche mit ein bisschen anderen Mitteln. Hier habe ich mit einem Tool die Ränder ein bisschen aufgeraut, genau wie der gelbe Aufleger. Und hier habe ich die Stanzen benutzt. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte am liebsten eine Frühlingskarte soll es werden. Frühling ist ein sehr langes Wort. Habe ich mich dann für das englische Wort Spring entschieden und möchte das Wort mit verringerten Abständen stanzen. Daher habe ich schon jeden zweiten Buchstaben hier reingesetzt und auch schon einmal, zweimal ausgestanzt. Dann drehe ich das einfach um. Das ist die einfachste Variante, gerade wenn man in Serie etwas macht. So, auch die nächsten. Dann ist ein Teil schon fertig. Dann werden die nächsten. So, die Buchstaben kommen hier durcheinander. Die können wir natürlich später auch. So, da kommt der zweite Buchstabe bei 5 reingesetzt und dann genau aneinandergereiht. Immer 4 weiter. Na. Ach, ich habe den Buchstaben gedreht. Dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht vertan habe. Es passt. Und das letzte Mal. Und tada. So kann man also dieses Set, dieses Bandsport sehen, die wir nutzen. Eins muss ich vorab sagen, euch ein bisschen vorwarnen. Ich war so fleißig dran, hab gestanzt, habe einmal etwas kräftigeres Papier verwendet. Es ging ein paar Mal gut, aber dann ist mir leider bei einem Buchstaben ein Teil rausgebrochen, denn das Papier ein bisschen dicker war. Also bitte haltet euch an die Anweisung, bis eine bestimmte Grammatur steht hier in Anleitung, die man ausstanzen sollte. Bitte nicht zu dolle, wobei ich habe das Papier hatte, ich wollte die inneren Buchstaben weiterverwenden und habe die auf Klebefolie gesetzt. Vielleicht war die zu viel, dass die Buchstaben da kleben geblieben sind. Das kann ich nicht mit Garantie sagen. Auf jeden Fall ist mir da ein Stück das Innere bei einem Buchstaben leider herausgebrochen. Es ist ärgerlich und schade, aber daher sage ich es euch, damit ihr da aufpasst und euch nicht das Gleiche passiert. Ich finde das Ding ganz klasse. Ich habe auch einige Ideen, die möchte ich euch noch zeigen. Man sieht ja schon einiges im Internet. Aber jeder hat ja eigene Ideen. Wobei für die Karte, für diesen Auflege finde ich die Worte, die Buchstaben schon fast zu groß. Man könnte eine größere Karte wählen, wenn man die 12x12 macht und eventuell ohne verringerten Abstand. Ich habe das jetzt so gemacht. Ihr könnt ja gucken, wie es euch am besten gefällt.
Vom Verhältnis finde ich schon, dass die Buchstaben hier ein bisschen groß sind. Vielleicht sage ich euch, meine Papiere habe ich aus diesem Block benutzt. Einmal die unifarbene Seite, also die Rückseite, und einmal habe ich auch die Vorderseite. Deswegen sieht man hier diesen farblichen Unterschied. Ich dachte, so ein Blau-Grün-Ton passt sehr schön zum Frühling, auch zu meinen Blümchen. Ja, daher habe ich mich mal für dieses Designpapier entschieden. Ja, jetzt braucht es nicht mehr viel. Meine Schneeglöckchen sind ausgestanzt. Die muss ich mir gleich hier aufsetzen. So, ich hole mal einiges raus. Die werden mir ein bisschen zu groß sein. Das ist nicht schlecht, dass es größere und kleinere gibt. Guck mal, sieht das nicht jetzt schon ganz süß aus? Ich habe das vorher nicht vorbereitet. Ich überlege, vielleicht nehme ich hier noch, mache ich ein bisschen Grün in die Blüten. Ich nehme mal verschiedenste Blüten heraus. Größere und kleinere, dass ich nachher Auswahl habe, welche Blüte ich aufsetzen möchte. Zu große passen hier auf die Karte nicht so ganz. Und dann pinsel ich die mal mit einem zarten Grün. Das wird mir in meinem Fall genug sein. Ich lasse sie noch ein bisschen antrocknen, während ich hier weiter was. Das Grüne können wir gleich schon platzieren. Schöne kleine Schneeglöckchen. Ich denke, ein paar süße kleine Sprenkler dürfen auch drauf. Ich nehme meinen Acrylblock zur Hilfe. Ich möchte noch ein paar weiße Sprenkler setzen. Ein bisschen Wasser. Mein Kärtchen soweit fertig. Es ist ganz einfaches, nur als eine kleine Inspiration. Ich wollte nämlich noch ganz schnell die Schneeglöckchen ausprobieren, weil ich sie schon ausgestanzt hatte. Da lagen sie rum. Die wollten unbedingt auf eine Karte.
Hier habe ich direkt zwei Sachen getestet. Wie gesagt, diese Punchboard kam zum Einsatz. Meine Sprenkler sind weit getrocknet. Es kamen noch ein paar kleine Steinchen drauf. Auch ein Schmetzi durfte nicht fehlen. Eine recht simple, einfache Karte. Hier hatte ich im Hintergrund noch ein Ei gewischt, wo die Häschen davor sitzen. Da habe ich mir sozusagen zwei Stencils benutzt. Sollte euch diese Variante interessieren, könnt ihr mir mal schreiben. Dann können wir so eine ähnliche oder in dieses Wisch noch mal gemeinsam machen. Diese Technik mit etwas anderer Variante der Karte. Aber das sind erstmal meine Inspirationen, meine Ideen für euch. So ihr Lieben, ich hoffe, euch gefallen meine Ideen und wünsche euch dann nur noch viel Spaß beim Schauen, beim Nachbasteln. Bis dahin!